Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, es ist falsch zu glauben, über HIV wurde schon genug geredet. Wir sollten offener mit den Themen, solidarischer mit den Betroffenen umgehen. Das ist die Meinung eines jungen Mannes, der sich anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember als Botschafter der Initiative Gib AIDS keine Chance zur Verfügung stellte. Eine tolle Einstellung, die ich sehr unterstütze. Ich nehme gerne die Gelegenheit wahr, hier an dieser Stelle einen kurzen Einblick über die Situation in unserem Land zu geben. Und ja, liebe Silke Gajek, es wäre zu wenig, wenn wir nur den Welt-AIDS-Tag begehen würden und ansonsten nicht über dieses Thema reden. Deswegen wäre es auch zu wenig, dass wir nur wegen dem Welt-AIDS-Tag dieses Thema hier auf die Tagesordnung holen. Und ich darf berichten, dass das Thema hier schon mehrfach Gegenstand der Debatte im Landtag war, gerade in der letzten Legislatur, als wir die Leitlinien für unser Land vorgestellt haben. Aber ich kann gerne noch einmal berichten, wie wir auch gerade diese Leitlinien umsetzen, die für uns ja Grundlage ist für die AIDS-Prävention im Land. Als die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vor 25 Jahren mit ihrer Kampagne Gib AIDS keine Chance startete, galt die AIDS-Prävention als Tabubruch in Politik und Gesellschaft. Eine öffentliche Thematisierung von Sexualität und Kondom gab es bis dahin nicht. Auch sprach sich rund die Hälfte der Bevölkerung dafür aus, AIDS-Kranke mit niemandem außer dem medizinischen Personal und den Angehörigen in Berührung kommen zu lassen. Die AIDS-Kampagne entwickelte sich zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Präventionskampagnen in Deutschland. Kondome sind heutzutage ein normaler Hygieneartikel, emotionale Vorbehalte gegen deren Nutzung haben sich mehr als halbiert. Das Schutzverhalten steigt seit 25 Jahren langsam, aber kontinuierlich an. Allerdings erfahren aber immer noch heute HIV-positive Menschen Ausgrenzung und Diskriminierung. Eine von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beauftragte Studie der Deutschen AIDS-Hilfe zeigt, dass 77% der befragten Menschen mit HIV Diskriminierung im Alltag erlebt haben. Und 61% der befragten HIV-Positiven verschweigen ihre Infektion am Arbeitsplatz. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, diese Zahlen müssen uns zu denken geben. Aus diesem Grund hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember die dritte Staffel der Solidaritätskampagne Positiv Zusammenleben gestartet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern fanden zu diesem Anlass als Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von HIV-Infizierten und an AIDS erkrankten Menschen zahlreiche regionale Veranstaltungen statt. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Anzahl der HIV-Neudiagnosen 2011 mit 26 gegenüber dem Vorjahr mit 25 stabil. Auch die Zahl der AIDS-Kranken blieb mit 4 Neuerkrankten auf dem gleichen Niveau. Dagegen ist bei der Zahl der Syphilis-Erkrankungen ein Anstieg von 30 auf 35 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Auch wenn wir uns hier in Mecklenburg-Vorpommern auf niedrigem Niveau befinden, sind wir und unsere Partner von der Präventionsarbeit, von der Notwendigkeit einer kontinuierlichen und abgestimmten Präventionsarbeit überzeugt. Und ich denke, dass gerade diese Präventionsmaßnahmen, die es ja schon seit vielen Jahren in unserem Land gibt, dass gerade die auch dazu beitragen, dass wir solche niedrigen Zahlen haben, wobei natürlich hinter jeder Zahl ein ganz persönliches Schicksal steht und wir deswegen nicht nur auf die Zahlen schauen können. Aufgrund der Tatsache, dass es einen starken Zusammenhang zwischen einer HIV-Infektion und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten gibt, haben sich die Akteure im Land verabredet, die Präventionsmaßnahmen grundsätzlich auf alle sexuell übertragbaren Infektionen auszuweiten. Infolgedessen hat sich in diesem Jahr der Landeskoordinierungskreis HIV-AIDS zum Landeskoordinierungskreis für sexuelle Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern umbenannt. Dieser Kreis interdisziplinärer Vertreter der Gesundheitsförderung hat sich die Koordinierung von landesweiten Präventionsangeboten zur Aufgabe gemacht. 2009 wurden die vom LKK, also diesem Landeskoordinierungskreis AIDS-HIV, entwickelten zielgruppenspezifischen Leitlinien für eine zeitgemäße Aufklärung, Prävention und Bildung in Mecklenburg-Vorpommern dem Landtag vorgestellt. Wir haben damals die Gelegenheit genutzt, hier diese Leitlinien zu beraten. Und ich will noch mal darauf hinweisen, dass diese Leitlinien eben mit der Praxis und durch die Praxis entstanden sind und wir heute auf diese gute Arbeit der Praxis zurückgreifen können.
diese Leitlinien wie auch die Zielvorgaben und Handlungsempfehlungen des Landesaktionsplanes zur Gesundheitsförderung und Prävention in Mecklenburg-Vorpommern bilden die Grundlage der Präventionsarbeit im Land. An der Umsetzung beteiligt sind mein Haus, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, die Gesundheitsämter, der AIDS-Ausschuss der Ärztekammer, die AIDS-Hilfen des Landes, das mobile Aufklärungsteam zur Sexualität und AIDS sowie das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Mit diesen Partnern hat sich im Land bisher ein stabiles AIDS-Präventions- und HIV-Präventionsnetz aufgebaut, welches nun aufgrund des Gesamtblickes auf die Prävention sein Aufgabenspektrum erweitert hat. Im Haushaltsjahr 2013 wird das Land für die Prävention und Beratung insgesamt 350.000 Euro zur Verfügung stellen. Das Land unterstützt die Kommunen und fördert im Rahmen von freiwilligen Leistungen. Die geförderten Projekte befassen sich schwerpunktmäßig mit Beratung und Betreuung, Prävention und Sexualaufklärung. Ihre Angebote richten sich insbesondere an Kinder und Jugendliche, Pädagogen, an medizinisches Personal, an besondere Risikogruppen sowie an Betroffene, die bereits infiziert und erkrankt sind und deren Angehörige oder andere Bezugspersonen. Ich möchte die Gelegenheit der heutigen Debatte nutzen, allen Akteuren im Land für die gute Arbeit, die von vielen Haupt- und ehrenamtlichen Helfern vor Ort geleistet wird, zu danken. Vor allem bedanke ich mich für die engagierte Arbeit der AIDS-Hilfen hier im Land, die seit vielen Jahren die wichtigsten Partner meines Hauses sind, wenn es um HIV-infizierte und AIDS-kranke Menschen in Mecklenburg-Vorpommern geht. Und viele von uns, die auch zum Beispiel am CSD-Tag teilnehmen, erleben diese ganz konkrete Präventionsarbeit. Die Akteure sind vor Ort und draußen und ich halte das für richtig, dass sie nicht sozusagen in der Beratungsstube sind, sondern draußen zu den Betroffenen gehen, zu möglichen Risikogruppen. Und deswegen finde ich diese aufsuchende Arbeit sehr gut und richtig. Auch die AIDS-Hilfen des Landes haben sich in den letzten Jahren zu Zentren für sexuelle Gesundheit entwickelt. Sie arbeiten eng mit den Schulen unseres Landes zusammen und halten Angebote zur Sexualaufklärung und Sexualerziehung vor. Und sie sensibilisieren die Öffentlichkeit mit vielen Aktionen und bauen damit Diskriminierung ab. Und deshalb möchte ich mich auch bei dem mobilen Aufklärungsteam für Sexualität und AIDS bedanken, sowie bei den Gesundheitsämtern unseres Landes und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, die wichtige Arbeit leisten in der anonymen HIV-AIDS-Beratung sowie bei unentgeltlichen Testungen und Testberatungen. Sehr geehrte Abgeordnete, auf einer gemeinsamen Homepage Sexuelle Gesundheit in MV sollen ab 2013 alle relevanten Partner und Angebote dargestellt werden. So gewährleisten wir eine effektive Zusammenarbeit und Bündelung von Angeboten und Abstimmung der verschiedenen Akteuren auf dem Gebiet der sexuellen Gesundheit. Es wird für alle Beteiligten, Betroffenen und am Thema interessierten Fachkräfte und Nichtfachkräfte leichter, an alle Informationen zu kommen. Denn nur durch abgestimmte Angebote aller Partner im Land schaffen wir es, trotz weiter Wege und großer Flächen, den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern die Zugänge zu Präventions-, Test-, Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsangeboten zu ermöglichen. Mein Haus wird diese Arbeit mit unseren Partnern natürlich weiter eng fortsetzen. Ich weise deshalb zurück, dass die Beratungsstellen im Stich gelassen werden. Ich glaube, das galt nicht für die Vergangenheit und gilt auch nicht für die Zukunft. Ich habe es erwähnt, das Land unterstützt freiwillig mit 350.000 Euro im Jahr diesen Bereich. Ich denke, angesichts der Zahlen ist das eine gute Ausstattung, dass immer mehr wünschenswert ist und immer noch etwas zu verbessern geht. Das stellt hier niemand in Frage. Aber einfach mal zum Welt-AIDS-Tag hier das Thema aufs Tableau setzen und dann sagen, es ist irgendwie alles ganz schlecht und auch keinen konkreten Änderungsvorschlag zu machen, das halte ich für dieses wichtige Thema zu wenig. Deshalb bin ich Herrn Koplin sehr dankbar, der im Vorfeld dieser Debatte mich darauf angesprochen hat und sensibilisiert hat, dass es Ärzte in unserem Land gibt, die nicht bereit sind, HIV- und AIDS-Kranke zu behandeln. Und das, finde ich, ist ein bedenklicher Zustand, der übrigens auch nicht mit Geld zu lösen ist, sondern mit einem klaren Appell der Politik. Und deshalb, Herr Koplin, vielen Dank. Ich habe das nochmal mitgenommen und habe auch nochmal mit unserem Haus gesprochen, wo die Fachexperten genau diesen Punkt bestätigen. Und ich werde diesen Punkt zum nächsten runden Tisch, wo alle Partner des Gesundheitswesens, auch die Kassenärztliche Vereinigung, aber ich glaube nicht nur die ist angesprochen, auch die Ärztekammer am Tisch sitzen,
und wir über aktuelle Themen reden und auch strategische Planung machen, da werde ich ganz bewusst auch dieses Thema auf die Tagesordnung setzen und noch das nochmal ansprechen, denn ich bin der Meinung, jeder Arzt, jede Ärztin in unserem Land hat ein Eid geleistet und kann dann nicht kranke Patienten abweisen. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, freue ich mich für die Unterstützung dieses Themas und hoffe, dass wir weiter vor allem ein wichtiges Signal setzen, dass Menschen in unserem Land wegen AIDS und HIV nicht diskriminiert werden dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.